Herzlich willkommen beim Rezept der Woche hier aus dem Petermarx-Schauraum in Stockerau. Und heute wird gebacken eine Honigcremeschnitte nach dem Rezept von Elisabeth Dollinger aus Spanberg. Ich brauche das Rezept wirklich minutiös. Also, die Honigcremeschnitte wird dann gefüllt mit einer köstlichen Puddingcreme. Zuerst sollte ich aber also nicht Blätterteig herstellen, sondern einen Teig, der dann schichtweise sozusagen gebacken und wieder zusammengestellt wird. Dazu im ersten Schritt die Milch leicht erwärmen, dann etwas Honig dazu. So, jetzt soll sich der Honig in der Milch hier auflösen. Also ich mag ja Cremeschnitten sehr gerne, allerdings bis jetzt nur vom Bäcker gekaufte, noch nicht selbst gemachte. Also da soll sich jetzt der Honig mit der Milch verbinden. Leicht erwärmen nur, das sollte schon reichen. Jetzt kommt noch eine Prise, also ein Teelöffel Natron dazu, also ein Backtriebmittel. Das soll hier auch in der Milch aufgelöst werden. Jetzt wird Butter mit Mehl abgebröselt. Das würde ich mal einfach mit den Händen machen. Ähnlich wie bei Crumble oder so. Und dann wird die Butter und der Zucker einfach untergeknetet, bis sich ein glatter Teig bildet. So, die Butter war eh von der Temperatur gut. Das sollte eigentlich passen. Leicht bröselig. Zucker dazu. Und die Milch-Honig-Mischung. So, dann den Teig schön gut durchkneten. Ja, jetzt sieht man schon, er löst sich schon gut und lässt sich auch, sagen wir, ganz passabel kneten. Müsste eigentlich vom Gefühl her sich auch ausrollen lassen. Kurze Fingerreinigung, dann ausrollen und dann backt man auch schon. Die Arbeitsfläche bemehlen, das Nudelholz auch. Und dann rollen wir ihn aus. Und also quasi aus dieser großen Teigplatte Rechtecke schneiden und die dann mit Creme füllen und zusammensetzen. Das sollte der Plan sein. Er rollt sich super aus, also eigentlich dürfte die Konsistenz stimmen. Schauen wir nur, dass wir da schön quadratisch sind. Dass wir da so gute, wie stelle ich mir das vor, 1, 2, 3, so ja, 3 bis 4 schöne Cremeschnitten rausbekommen aus der Menge. Nicht zu dünn vielleicht, sollte eigentlich passen. Dann ab damit aufs Backblech. Ab damit ins Rohr, 200 Grad. Ich würde sagen 15, 20 Minuten. Wir werden schauen, bis schön braun ist. Pudding zubereiten. So, zuerst Milch warm machen, Puddingpulver kalt mit etwas Milch verrühren, sodass da keine Klümpchen mehr entstehen. Dann ein paar Löffel Zucker in die Milch. Und wenn die Milch aufgekocht hat, vom Herd nehmen, Pudding einrühren, noch einmal aufkochen lassen und dann erkalten. Und dann kommt noch eine Buttercreme dazu, da wird dann Butter, etwas Zitronenabrieb mit Staubzucker schaumig gerührt und unter den erkalteten Pudding gehoben oder besser gesagt daraus dann unsere Cremeschnittenmasse gemacht. Jetzt ziehen wir sie vom Herd, rühren die Puddingmasse ein. Das Ganze kommt noch einmal zurück auf den Herd. Cremig geworden, super glatt rühren. Wenn es die ersten Bläschen schlägt, so wie hier der Fall, perfekt, dann können wir es vom Herd nehmen, ein bisschen erkalten lassen, dann vielleicht noch in den Kühlschrank. Und jetzt die Buttercreme, Butter mit Staubzucker schaumig rühren, gleich etwas Abrieb einer Zitrone, immer mit einem Auge hinten am Backrohr. Wie schaut das aus?
Naja. Ich würde sagen, so soll das ausschauen. Nehmen wir auch raus zum Auskühlen lassen. Ja, sieht gut aus. So, da muss ich mir nur das Tücherl drauflegen, damit ich da ja nicht hingreife, weil ich bin immer versucht, dann schnell mal hinzugreifen. Nicht gut. Vanillezucker dazu. Und langsam schaumig rühren. So, meine Buttercreme ist fertig. Und jetzt werde ich noch eine Zuckerglasur ansetzen. Oder besser gesagt warm machen. Die habe ich so gut wie fertig im Glas gekauft. Einfach im Wasserbad bei ein bisschen Temperatur erwärmen, ein paar Minuten. Und jetzt können wir eigentlich schon versuchen, aus dem Teig hier ja, schöne Rechtecke zu schneiden. Also ich gebe ja zu, es hätte noch dünner sein können. Und wahrscheinlich wird mir die Elisabeth auch sagen, das ist viel zu dick. Aber ja, Erfahrung macht hier den Meister. So, also so in etwa in der Größenordnung würde ich sie gerne haben. Ich bin ja Cremeschnitten-Novize, also ich lerne noch. Ich mache so eine kleine Cremeschnitte und eine etwas größere, die dann auch etwas dicker ist. Die werden wir da schön noch zurechtschneiden. Die auch wirklich gut zueinander passen. Der Pudding kommt zur Butterfüllung dazu. Wenn wir da löffelweise unterheben. So, schön glatt gerührt. Jetzt kommt auf die Unterseite und auf die Oberseite jeweils etwas Marmelade. Ich habe mich für Marillenmarmelade entschieden. Schön verteilen. Und unsere Buttercreme-Puddingfüllung drauf. So schön ist und dann kommt der Deckel drauf. Ja, die Fülltechnik ist noch nicht so ganz ausgereift. Aber sagen wir mal, den Anschein einer Cremeschnitte, wie die das so schön glatt kriegen in den Bäckereien und bei dir daheim wahrscheinlich. Und jetzt mal. Na gut. Auch damit muss man umgehen können. Jetzt ist es schön glatt. Vielleicht ist das der Trick. So, Cremeschnitte Nummer 1. Cremeschnitte Nummer 2. Hier im Wasserbad ist schon die Zuckerglasur. Mal gut durchrühren. Und dann natürlich auch versuchen, oder wild. Wild mit einem Gitter oder gleichmäßig. Nachdem gleichmäßig wahrscheinlich schwierig wird, werde ich das jetzt mal wild probieren. Ja, da drüben gefällt es mir schon ganz gut und die dann halt von mir aus ganz flächig. So, die kommen jetzt bei mir für 10 Minuten in den Schockfroster und dann werden wir sie kosten. Und jetzt sind sie schön kalt und die Zuckerglasur in beiden Versionen gar nicht mal so schlecht. Das sind meine ersten selbstgemachten Cremeschnitten. Vielen herzlichen Dank fürs Rezept. Ich bin stolz auf mich. Big am ganzen Körper. Hab circa mindestens genauso viel zum Putzen an Stundenzeit, wie diese Cremeschnitten gedauert haben. Aber dafür sind es meine selbstgemachten Cremeschnitten. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal.